gleicht hier schon alles aus. Und was jetzt kommt, Leute, das ist auf einem anderen Stern. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Update-Video auf meinem Kanal zu Skyblock. Ja, gefühlt sind Montag doch anscheinend immer die Update-Videos, weil jedes Wochenende kommt ein neues Update. Gerade frisch gelauncht haben wir nach dem Stream ein Update bekommen und ich muss auch sagen, ich habe so lange auf dieses Update gehofft und ich habe es mir echt langweiliger vorgestellt. Es wurde noch cooler gemacht. So, gestern wurde das Update gelauncht, wo ich das aufnehme, ist es jetzt gerade eben, aber wie gesagt, ich habe noch was anderes zu tun. Ist auch jetzt egal. So, wir sind jetzt hier in einer kleinen Location. Ich finde die Location ganz schön. Und was gab es eigentlich überhaupt Neues? Also, was es gab, ich lese es mal kurz vor. Update Log, Vending Machine safely and trade items by setting up a shop. Das heißt, man hat jetzt eigentlich einen Automaten, aber zu dem komme ich wirklich später, weil das ist eigentlich der Hauptteil des Updates. Dann haben wir noch Quests, wo ich auch noch zu später kommen werde, die auch einen sehr wichtigen Faktor in diesem Spiel spielen jetzt. Und Blueprints, dass wir jetzt insgesamt bis zu 25 neue Recipes, also neue 25 neue Rezepte oder Baurezepte oder Baupläne, sagen wir mal zu, für 25 neue Wohneinrichtungen finden kann. Und dazu natürlich gibt es einen neuen Workbench, also nicht upgraded, sondern allgemein eine Workbench. So, wir gehen erstmal hier auf das Teil drauf und wir sehen schon, es guckt uns einfach direkt ins Gesicht an, die Vending Machine. Ihr seht, man braucht dafür 10 Gold, 5 Green Sticky Gear, auch super, dass die immer verwendet werden für solche Zwecke. Und ein Crystallite Iron ist eigentlich für normale Spieler, also für einen brandneuen Spieler, der sich ein bisschen durch das Spiel durchfuchst, eigentlich fair gemacht. Ja, dann, wenn wir noch runtergehen, wir sehen hier haben keine neuen Blöcke oder sonstiges, aber eine neue Workbench, den Carpentry Shop. Der ist eigentlich nur, der kostet euch nur 30 Holz, Standardholz, also wie gesagt, einfach easy peasy. Und ich würde sagen, ich zeige jetzt die Maschinen. So, wir gehen erstmal zu diesem kleinen Teil hier, zu dem... Wir müssen gleich nochmal zur Hauptwelt. Nämlich, wir haben hier... Haben wir schon mal ein paar Rezepte, so, ne? Die kann man sich basteln, kann man bestimmt auch hoffentlich draufsetzen, weil ich mal ganz stark davon hoffe. Und die kann man halt für Wohnungseinrichtungen benutzen. Hat echt lange gefehlt. Ich bin froh, dass es jetzt eigentlich da ist. So, und wie man das bekommt, ist ganz einfach. Ich habe hier schon mal einen Blueprint. Ich zeige euch mal kurz, wie man diesen Blueprint bekommt. Nämlich kommen wir zu dem anderen kleinen Teil des Updates. Nämlich, es gibt endlich Quests. Und wir gehen jetzt mal hier zum Beispiel zum Banker. Den habe ich als erstes hochgelevelt. Ich weiß nicht, ob alle Quests gleich sind. Aber er sagt zum Beispiel, wir müssen dreimal Teppich kaufen. Das tun wir mal kurz beim Blocktypen. Wir kaufen mal drei unnötige Teppiche. Ich glaube, er meint die hier so. Ah, komm, machen wir 5. Zack, easy. Dann gehen wir wieder zu ihm zurück. Und wir sehen, Finish Task. Easy, wir haben ihn nur hochgelevelt. So, jetzt sagt er, sell 5 Iron Ingots. Das tun wir auch mal kurz für dieses kleine Video, einfach um zu zeigen. So, 5 hier verkaufen. Zack, easy. Wie gesagt, jeder außer der Totem-Typ, warum auch immer, hat Quests. So, er sagt jetzt, wir sollen uns jetzt hier 3 Bäume kaufen. Ja, machen wir mal. Haben wir noch genug Geld für die? Ja, komm, die kann man gut gebrauchen. So, zack, dann gehen wir zurück hier. Easy, finish task. Und 10 Loks soll ich verkaufen. Habe ich noch welche Loks? Ich habe noch genug Loks. Verkaufen die mal auch hier. So, sell, easy. Haben noch ein bisschen Geld gemacht daneben bei. Gucken an, finish task, easy, boom. Und wir haben einen neuen Blueprint, den White Rock Blueprint. So, sitzen wir in der Base und ich jetzt drücke, ihr seht, er ist verschwunden. Das heißt, er müsste jetzt in dem Tisch drin sein. Wir gehen mal zurück zum Tisch. By the way, da ist die Vending Machine, aber da kommen wir zu spät dazu. So, jetzt gucken wir nach. Und seht, tada, er ist da. Und jetzt zeige ich euch, was er dafür braucht. Also, richtig fettes Update. Das gleich machen wir mal hier mit. Um. Und, oh, guckt euch mal, was für ein schäbiges Bett. Und jetzt kommt, oh, das ist ja noch geiler. Man braucht jetzt eigentlich auch mal andere Ressourcen, zum Beispiel Yellow Flowers. Wer hat die eigentlich gebraucht? Außer fürs Färben. Richtig, keiner. Aber jetzt braucht man sie. Und das finde ich, das Game hat jetzt noch einen Kick bekommen, den es noch vorher noch nicht hatte. So. Und das, finde ich, ist ein richtig, richtig geiles Update. Wie gesagt, neue Blöcke gibt es nicht, aber ich finde, das gleicht hier schon alles aus. Und was jetzt kommt, Leute, das ist auf einem anderen Stern. So, wie gesagt, ich habe mich immer gewünscht auf ein Trading, weil Trading ist ein sehr riskantes Ding hier in dem Spiel. Und ja, was haben die Leute von Skyblock gemacht, die Developer? Man hat nicht irgendwie so einen schäbigen Knopf an der Seite gemacht, wo man traden kann. Nein, man hat eine Vending Machine, einen Automaten gemacht. Und ich muss sagen, der kommt mir echt bekannt aus Fortnite ein bisschen vor. Aber, ja. Wie funktioniert der eigentlich? Ich zeige das mal grob kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das dann komplett verstehen wird. Eventuell, wenn ihr das verstanden habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Wenn nicht, dann mache ich nochmal extra ein Tutorial, wie man diese Vending Machine überhaupt benutzt. Also, ich werde jetzt nur grob drüber fliegen. Also, wie gesagt, insgesamt passen hier 40 Item-Slots rein.
die man verkaufen kann. Man kann hier entweder den Modus eingeben, Buy, das heißt, wenn ich jetzt was kaufe, dann kriege ich es halt. Und dann kann man hier die Coins einstellen, wie viel man dafür haben will. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Sell-Modus aktiviert, dann muss man halt natürlich auch Dinge, die man verkauft, auch einfügen. Das heißt, wir können auch hier zum Beispiel Withdraw. Okay, ich glaube, ich habe anscheinend kein Geld. Oh, jetzt hat es funktioniert. Also irgendwie funktioniert, ich muss mir nur ganz genau durchfuchsen. Wie gesagt, dazu will ich nochmal extra Tutorial geben für 3D Vending Machine. Das heißt, ihr könnt es eigentlich sicher und einfach traden und sogar einen User Shop einbauen. Das finde ich richtig cool. Ich kann mal kurz einmal hier, wenn ich auf Edit gehe, als Beispiel den Hammer. Guckt euch das an, wie krass das einfach aussieht. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, jo, ich gehe auf Edit und ihr könnt den Hammer für 80 Coins kaufen. Das hier scheint anscheinend irgendwie die Anzahl. Aber das habe ich auch nicht ganz gecheckt, wie das mal funktioniert. Wie gesagt, ich will mich noch ein bisschen reinfuchsen. Da ist der Hammer. Here we go. So, wir können mal kurz herstellen. Kann ich das? Geht das? Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das funktionieren soll. Ich denke mal, das soll so funktionieren. Also entweder ist es kaputt und buggt. Oder ich weiß selber nicht. Aber ich schätze mal, weil ja eigentlich mehrere da drin sind, müsste man sie eigentlich auch für mehrere kaufen können. Ja gut, ich denke mal, das ist verbuggt. Aber wie gesagt, wenn ihr das nicht verstanden habt, schreibt einfach in die Kommentare. Dann mache ich nochmal ein extra Tutorial dafür. Finde ich richtig geil. Also das Teil ist richtig geil. Und ich muss sagen, das ist ein richtig geiles Update. Wir haben jetzt eigentlich mal richtig Unterhaltung, Abwechslung, Challenges. Jetzt lohnt sich auch eigentlich mal auch andere Dinge anzupflanzen und sonstigen Kram. Wir haben ein safes Trade-System und wir haben eigentlich Möbel. Eigentlich das, was im Spiel hauptsächlich gefehlt hat. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die immer noch fehlen oder die man noch hinzufügen könnte. Jetzt gibt es natürlich die anderen einen, die sagen, warum gibt es denn keine neuen Blöcke? Ich muss sagen, das reicht vollkommen. Also die neuen Blöcke sind eher mehr hier drin, also verbaut. Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen spielen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt auf einen Daumen nach oben, wenn ihr Ehre mehr seid, oder Ehrenfrauen. Einfach ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu passen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.